Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile, ich würde sagen doch eher FIFA Mobile 22 Video, Freunde. Ich habe heute wieder Informationen für euch. EA hat neue Informationen rausgehauen, nachdem ich ja schon vor 3 oder 4 Tagen oder 5 Tagen, ich bin mir gerade nicht sicher, schon ein Video gemacht habe zu Informationen, gibt es jetzt wieder ein Video, weil EA hat wieder neue Informationen rausgehauen, die werde ich natürlich gleich alle zeigen im Video. Und ja, Freunde, vorab, ich denke mal, ihr wundert euch jetzt ein bisschen, eigentlich sollte ja heute ein Pack-Opening kommen, Freunde. Das Pack-Opening verschiebt sich auf morgen und Ronaldinho verschiebt sich dann auf übermorgen, Freunde. Ist leider jetzt so, aber Freunde, FIFA Mobile 22 ist dann noch ein bisschen wichtiger. Und da habe ich mir gedacht, komm, ziehst du das einfach mal vor. Also Freunde, wie gesagt, morgen gibt es dann das Pack-Opening und übermorgen gibt es dann Ronaldinho, Freunde. Let's go. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir werden gleich rübergehen auf die Twitter-Seite von EA. Besser gesagt von FIFA Mobile. Sie haben auch wieder so einen kleinen Trailer rausgehauen, wie letztes Mal. Bin ich auf jeden Fall gehypt und ich bin wirklich mal gespannt, was sie da so schreiben. Ich habe mir das noch nicht so ganz genau durchgelesen. Das werde ich jetzt machen mit euch. Und ja, ich bin auf jeden Fall gehypt und wir sehen uns dann gleich auf der Twitter-Seite wieder. So, da sind wir doch auf jeden Fall. Genau, hier offiziell seid, aber ich übersetze mal kurz auf Deutsch. Ja, damit wir auch hier wirklich alles verstehen, Freunde. Also, okay, Freunde, also wir sind jetzt hier. Es geht diesmal um wie ein ganz normales an Authentizität, verbesserter Greif, Einschließung der Stadion und Tageszeit. Okay, also es geht jetzt mehr um das Gameplay. Letztes Mal ging es um die Audio, jetzt geht es um Gameplay, Freunde. Ich bin gespannt. Neues informieren über den ganz normalen Tageszeit. Okay, Trailer gucken wir uns, ja, oder blende ich euch gleich ein. Für Mobile kann jetzt bis zu 60 FPS gespielt werden. Das ist gut. Weil wenn man überlegt, 60 FPS, okay, kommt eine kleine Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. 60 FPS einfach halt wie, ja, ihr seht ja, wie flüssig die Bilder halt pro Sekunde laufen. Und 60 FPS hat schon eine PS5, Freunde. Allein meine PS5 hat schon 60 FPS. Und das ist für ein Handyspiel sehr, sehr gut. Ich kenne mich jetzt nicht so krass damit aus, Freunde. Aber 60 FPS ist doch für ein Handyspiel schon ziemlich krass, oder? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Genau, hier, desto flüssiger und genau. Also umso besser ist, umso flüssiger läuft es, umso weniger Lags gibt es. Die höhere Bitrate bedeutet, dass wir mehr Details in den Menschen sehen können. Genau, es werden mehr Details, also zum Beispiel Auswechselspieler oder ja, bessere, die Zuschauer werden vielleicht besser erkennbar sein. Genau, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Bilder. Das linke ist das jetzige FIFA Mobile. Genau, und das rechte ist auf jeden Fall das neue. Ja, man erkennt auf jeden Fall schon einen Unterschied, Freunde. Man erkennt es schon auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal sehr, sehr geil von EA. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Grafik auf jeden Fall so optisch schon mal sehr, sehr geil. Die Einstellungen für allgemeine Greifung auflösen können bereit. Aber wenn abhängig von den Seiten. Okay. Es ist erwähnenswert, dass höhere Grafikeinstellungen die Akku läuft sehr schnell an Laden. Okay. Also umso bessere Grafikeinstellungen man hat, umso schneller geht dann der Akku leer. Okay. Grafik beeinflusst die Gesamtschärfe der Spielgrafik. Auflösung beeinflusst die Gesamtschärfe der Spielgrafik, beeinflusst allgemeine Glätte der Spielgrafik. Okay, ich kenne mich jetzt hier nicht so krass mit diesen ganzen Build-Rate Post-Effects aus, Freunde. Falls da ein Experte von euch ist, kann das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch auch wieder den Beitrag in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nochmal selber durchlesen. 60 FPS nur für bestimmte Geräte verfügbar. Gehen wir mal drauf, Freunde. Es gibt, also ich will kurz gucken, für was das alles verfügbar ist, und anscheinend geht die Seite nicht, oder was? Ich gehe nochmal zurück. Anscheinend geht die Seite nicht, oder was? Ich würde es gerne mal wissen, für was. Ah, komm. Ne, Seite geht anscheinend nicht. Okay, schade. Hätte ich mal gerne gesehen, aber ihr könnt es ja, wie gesagt, euch dann auch selber aufrufen. Ich verlinke euch ja, wie gesagt, die Seite unten in der Videobeschreibung. Genau, Kamera. Gameplay-Kamera wählt zwischen 4 Kamerawinkeln und wie wir mal spielen. Okay, also es gibt 4 Kamerawinkeln, das ist sehr, sehr geil. Man kann hier einmal kürzeste Nahsicht, neue Kamerasets für Torschüsse, Freischüsse-Ecken und Elfmeter bringen, die dich näher ans Geschehen bringen. Okay, Kamerawinkel, Original, weiter Winkel, Nahwinkel, mittlerer Winkel, Broadcast, Wiedergabekamera. Okay, verbesserte Spieler, Nahwinkel, lassen den Torwart verlieren. Okay, Head-to-Head. Okay, was haben wir? Ah, das ist die Replay-Kamera. Okay, man sieht auf jeden Fall schon mal, dass die sehr, sehr, ja, dass die halt sehr verbessert wurde mit neuen Winkeln und so, wie sie auch hier oben geschrieben haben. So, Stadion und Tageszeiten, Freunde, das ist auf jeden Fall geil.
Schalte bis zu 7 neue Orte frei, um deine Matches zu spielen. Anschließend Head-to-Head und World's Angriff-Attack. Okay, einige der Stadien bieten auch unterschiedliche Tageszeiten, sodass sie FIFA Mobile tagsüber bei bedecktem Himmel nachts oder in der Abenddämmerung spielen können. Okay, also man kann ja wirklich Nacht und Abend einstellen, das ist geil. Die Stadien kann man hier auch noch auswählen, das kennen wir ja schon. Okay, man sieht hier die verfügbaren Stadien. Estadio de la Artes, weiß ich jetzt nicht genau, wo das ist. East Point Arena, oh, weiß ich jetzt auch gerade nicht, Freunde. Stadion Olympic, ja, das kenne ich, das ist doch das Stadion von Rom, oder? Aus Rom, wo doch auch die EM ausgetragen wurde, also das Eröffnungsspiel. Estadio Presidente G. Lopez, kenne ich nicht, Freunde, alter Falter. St. Anderson Park, das kenne ich, das ist das typische FIFA-Stadion. Ja, und? Ah ja, Estadio El Medio kenne ich jetzt auch nicht. Und Trainingsstation, nur Gesicht. Ah, okay, geil. So eine Trainingsstation gibt es auch. Das Trainingsstadion hat nur tagsüber zur Verfügung. Okay. Andere Ergänzung, verbesserte Töne, verbesserte Spielerschatten, verbesserte Kornmittel. Mhm, Spieler ist okay. Dynamische Anzeigetafel, okay, sehr geil. Die Anzeigetafel. Neuer Sky Dome, okay. Echtzeitvideo, okay. Seitenlinien, Aufkleber, geil mit dem Logos und so, das fühle ich. Neue Intros, okay, ein Spieler kriegt so, vielen Dank, dass ihr. Okay, also das war erstmal so grob alles. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur so teilweise überflogen. Wie gesagt, ich packe euch den Link zu der Seite in die Kommentare, in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch nochmal gerne in Ruhe durchlesen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt noch diesen kleinen Trailer einblenden, den EA damit hinzugegeben hat. Und dann soll es das von meiner Seite gewesen sein, Freunde. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Hier erfahrt ihr immer alle neuen Infos zu FIFA Mobile 22. Es werden, denke ich mal, nochmal ein paar kommen. Und ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt es das Pack-Opening, wie angekündigt. Und übermorgen dann Ronaldinho. Ja, hat sich ein bisschen verschoben, Freunde, ich weiß. Aber ja, FIFA Mobile 22 hat einfach Vorrang. Freunde, in dem Sinne, bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.